Seid gegrüßt, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 BFG Edition. Und ich höre irgendwen ballern. Problem ist, du triffst nur nicht, wollte ich sagen. Und warum bin ich eigentlich hier? Hier waren wir doch schon, ne? Stimmt, wir wollten auch eigentlich einen Raum weiter. Habe ich schlecht abgespeichert? Ich habe nicht abgespeichert, das war mein Problem. Nun gut, dann kann ich euch das ja nochmal mit dem Fahrstuhl zeigen. Aus, aus, aus. Ah. Diese Sprungattacken, die darf man nicht unterschätzen von den Schweiz. Ah, hat sich noch eine festgehangen. So, und ich glaube, das war hier 1, 2, 3. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber das ist wenigstens eine Zahlenkombination, die ich mir... Ey. Scheiße, jetzt komme ich wegen dem Bürostuhl nicht an die Dinger ran, an die Rüstungsfragmente. Ich möchte da gerne ran. Versucht das Rad irgendwie. Mann! Irgendwie wegzusprengen. Ah ja, so ist perfekt. Das ist unfassbar! Jetzt aber. Mein Gott, was ein Akt! Alles fliegt hier auseinander, aber so ein Bürostuhl, der hält schon einiges aus. Stimmt, und hier war ich beim letzten Mal auch noch nicht. Hier ist ja auch noch was versteckt. Erste Hilfe. So. Gut. Dann zurück zu dem verrückten Fahrstuhl, der uns eigentlich nach... Gott. Wie weit habe ich denn nicht gespielt? Beziehungsweise, wo habe ich denn... Ich habe echt nicht abgespeichert beim letzten Mal, ne? Das ist ja katastrophal. Gib her! Oh, da muss ich ja jetzt wieder einen Gang zulegen, ne? Ja, da muss ich wirklich einen Gang zulegen. Wie ärgerlich. Ah, 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 ah! Hier, das nochmal, ne? Beim letzten Mal, da war das aber nicht hier rot-schwarz. Da war das ein bisschen heller. Komischerweise. Ich glaube, hier geht die Tür auf. Hallo? Und die machen jetzt alle mit der Pistole platt. Ärgerlich. Oh. Ja, ich weiß, dass du da steckst. Ah. So, jetzt haben wir aber auch alles, ne? Gut. So, jetzt kommen hier jetzt nur noch die Trites. Genau. Die fangen wir auch schön wieder hier mit der Pistole ab. Wofür haben wir sie denn? Verstopfen sich gegenseitig den Weg. Das ist schön. Das ist ein reines Cockblocken quasi. So. Nun gut, dann zeige ich euch das nochmal mit dem Fahrstuhl. Speichert! Er hat doch hier gespeichert! Oder doch nicht? Hm,
Ich hatte beim letzten Mal eigentlich was von Explosionen gesprochen, aber gut. Dann anscheinend nicht. Aber jetzt bin ich der Meinung, kam ein bisschen mehr Gegner, aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Meine Erinnerungsvermögen ist ja teilweise nicht das Beste. Ah, da lag noch ein Magazin, das ist ja schön. Gut, dann können wir ja jetzt hier weitergehen in diesen Raum. Aber ich möchte zur Sicherheit einmal speichern. So. Genau deswegen. Genau deswegen. Und nur deswegen. Es wird hier alles rot. Dann fliegt die Kiste hier durch. Genau. Aua. Oh, voll gegen den Schädel, ne? Hier ist noch ein Leben. Was haben wir hier? Was ist das? Achso, das war ja dieser komische Abwascheimer. Was haben wir hier wieder? 1, 2, 3. Sensationell hier. Da können Sie gerne so bei bleiben. So. Nur noch 75 Munition. Das ist nicht so gut, ne? Boah, Alpha Labor 4 jetzt. Ja, es ist, wie gesagt, ein scheiß großer Komplex. Aber es ist ja nicht der einzige Laborkomplex, so viel sei gesagt. Ja. Ach, sie wollen zum Endpro-Kraftwerk, was auch immer das nochmal war. Ach, das war auch eine fiese Scheiße hier. Hey, können Sie mir helfen? Ich kann ich. Kann ich. Sie die Türen frei. Holen sie mich raus. Und zwar, warte mal, ich speichere mal eben, weil ich zeige Ihnen mal beide Varianten hier. Ich möchte mir nur mal ganz kurz hier umschauen. Also, man kann jetzt entweder die Kammer aktivieren oder die Kammer öffnen. Was war denn das? Kammer aktivieren. Genau, wenn ich sie aktiviere. Dann wird verarbeitet. Oh, ich kann noch stoppen in dem Moment. War nur ein bisschen zu spät. Sein oder nicht sein, haben wir sogar einen Erfolg dafür bekommen. Gut, wir wollen aber natürlich retten, weil wir sind ja ein guter Junge. Mama hat gesagt, ich bin ein guter Junge. Also öffnen wir die Kammer. Danke. Bitte! So, dann geht's hier runter. Danke, dann mach. Dass Sie mich da rausgeholt haben. Bitte. Ich saß in der Kammer fest, als der Strom ausfiel. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum keins der Systeme reagiert. Ich versuche, einen Uplink zum Hauptsystem zu kriegen. Dies ist ein sicheres Terminal. Vielleicht bekomme ich eine Verbindung. Gut. Erstmal eine Videodisk und natürlich auch ein PDA. Vielleicht ist ja wieder was für unseren Humor dabei. Erstmal natürlich die Videodisk. Das war... Oh ja, das ist sogar was Interessantes. Eine ausgewogene Ausrüstung zu bieten, orientierte sich die UAC bei der Entwicklung und Produktion der neuesten Mark II Chain Gun an vergangenen Zeiten. Dank Retro-Stil und mechanischer Robustheit ist die Chain Gun ein Muss für hartgesottene Kampfveteranen. Seinen Spitznamen Saw verdankt es seinen panzerbrechenden 30-Kaliber-Projektilen, die Gegner buchstäblich entzweischneiden. Die Chain Gun verfügt über die nötige Durchschlagskraft für Nahkämpfe und steht für einzigartige Zuverlässigkeit und Funktionalität.
Die UAC, technologisch stets an vorderster Front, macht die Welt sicherer dank überlegener Feuerkraft. Na, und dahinter war wahrscheinlich auch die ganze Forschung versteckt, hinter der eigentlichen Waffenforschung. Na? Okay, wir haben hier einmal einen Sicherheitsbericht. Sicherheitsprotokoll Nummer 3072 von Delta-Sicherheitschef Michael Abrams, 15. November 2145. Ich komme gerade aus der Rüstungsabteilung, wo ich eine der neuen BFGs aus der 9000er-Serie erhalten habe. Es ist wirklich wahr, dass sie viel leichter ist als die Prototypen. Die lässt sich ganz gut tragen. Wie dem auch sei, seit einigen Wochen erstellen viele Sicherheitsteams keine vorschriftsgemäßen Berichte. Eventuell liegt es am Format des neuen SIR. Nun ja, ich werde dafür sorgen, dass jedes Team von der Schulungsabteilung in die neuen Berichte eingewiesen wird. Im Alpha-Labor gab es ein paar Sicherheitsprobleme und keiner reagiert auf meine Mitteilung. Ich habe ein Untersuchungsteam rübergeschickt, das ich jetzt auch nicht mehr über Funk erreichen kann. Ich muss wohl selber rüber. Gut, ich gehe jetzt los. Ich beende diesen Sicherheitsbericht, wenn ich wieder da bin. Ach, eine Sache noch. Ich schließe diese BFG vorerst in meinem Büro ein. Die IT-Sicherheit soll den Türcode in 901 ändern, damit niemand damit rumspielt. 901, ganz wichtig. Ich habe auch gerade nichts zu schreiben hier, ne? Gut, E-Mail. Henry Nelson. Mr. Abrams, wir hatten zahlreiche Meldungen über seltsame Geräusche, Stimmen, hier unten. Bei meinem Team liegen die Nerven blank und die meisten sind nicht mehr arbeitsfähig. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie einen Sicherheitstrupp in Alpha-Sektor 4 schicken und den Bereich durchsuchen lassen könnten. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es würde mich und mein Team sehr beruhigen. Henry Nelson. Personalabteilung, Personalanforderungen. Sicherheitschef Abrams, wie gebeten teilen wir Ihrer Einheit zusätzliches Sicherheitspersonal zu. Die Vorgänge um Gormans Tod waren tragisch und wir hoffen, dass derartige Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Das neue Personal sollte in etwa 10 Arbeitstagen eintreffen. Direktor Kelsey Krisch, Personalabteilung. Mit uns fühlen sich wie auf dem Mars zu Hause. IT-Sicherheitsabteilung, ungültiger Zahlencode. Wir können Ihre Türcode-Anforderungen leider nicht bearbeiten, da Sie eine 0 in der Zahlenfolge eingegeben haben und 0 in den Türcodes keine gültige Zahl ist, wie Sie eigentlich wissen sollten. Wegen der Dringlichkeit Ihrer Anfrage haben wir die 0 auf eigene Initiative durch eine 3 ersetzt. Bitte sagen Sie uns Bescheid, falls sich dadurch Probleme ergeben sollten. IT-Sicherheit. Also es ist nicht 901, sondern 931 nun. Das war ein bisschen knapp. Spinnen. Fucking Spinnen. Guck mal, er winkt sogar ein bisschen. Oh, Leute, jetzt ein bisschen mehr bitte, ein bisschen schneller. War's das schon? Oh, kleiner Frame-Einbruch gerade. Wow. Der dance aber gut, ne? Ja, die springen wie ein... Ich kann es nicht genau setzen, weil die springen wie... Keine Ahnung, wie so ein Flummi, ne? Das ist total furchtbar. Hallo? Frame-Einbruch, was ist hier los? Ist das nicht normal? Hallo? Das hätte ruhig besser laufen können ohne diesen Frame-Einbruch. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Was war denn das? Ach so. Das war quasi so ein Adrenalinboost. Unten links sieht ja die gelbe Leiste. Wenn ich sprinte, dann würde die theoretisch langsam runtergehen. Und mit dem Adrenalinboost kann ich so lange sprinten, wie ich möchte, solange das hier läuft. Oh, das war auch, glaube ich, eine coole Szene hier. Warte. Follow me, follow me. Habe ich richtig gehört? Kann ich das nochmal abspielen? Das ist hart, ne? They took my baby. Okay, und dann
lacht das Baby auf einmal, nachdem es geweint hat. Das ist schon ein bisschen sehr gruselig. So, sorry, da bin ich wieder. Irgendwie hatte sich das Spiel gerade komplett aufgehangen. Danke. Oh, da unten liegt auch noch was. Das hätte ich auch ganz gerne. Oh, das tat weh. Das tat echt weh. Ach, da wäre eine Leiter gewesen. Das ist ja gut zu wissen. Ja, ich weiß, wir haben noch ein PDA aufgesammelt. Das schaue ich mir gleich an. Eieiei. Hallo? Das war jetzt ein bisschen too much. Aber sonst habe ich auch kein Problem. So, wir hören uns mal das PDA an. Oder schauen uns das an. Sicherheitsbericht. Audiolog von Anlagenmanager Henry Nelson vom 24. Oktober 2145. Ich weiß nicht, wie ich das melden soll. Also sage ich einfach, was ich weiß und was ich brauche. Mehrere meiner Angestellten haben mir von seltsamen Geräuschen berichtet, wie Stimmen, auch wenn sie allein waren. Zunächst habe ich ihnen nicht geglaubt. Schließlich albern sie gern herum, aber sie scheinen es ernst zu meinen. Ich habe sie erst ignoriert, bis ich selbst etwas gehört habe. Ich arbeite an einem der Liftbedienfelder und hörte eine entfernte Stimme, die etwas wie hier drüben spricht. Ich bin sofort aufgewacht, der Korridor war völlig leer. Es war keine Menschenseele zu sehen. Ich warf sogar einen Blick in die Arbeitsprotokolle. Niemand war für diesen Bereich eingeteilt. Ich möchte nicht verrückt klingen, aber meine Jungs und ich sind etwas verunsichert. Und einige glauben sogar, dass es spukt. Damit wir alle, mich eingeschlossen, uns ein wenig besser fühlen, möchte ich darum bitten, dass sich ein Sicherheitsteam gründlich im EFR-Bereich umsieht. Vielen Dank. Henry Nelson. Ob das was bringt? Ich bezweifle es. So, Jeff Dickens, seltsame Stimmen. Henry, ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen und kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Seit Halls Unfall sind alle mit den Nerven am Ende. Ich dachte, die Jungs, die Stimmen gehört haben, wären bloß Spinner, aber jetzt habe ich sie auch gehört. Wie kann die USA erwarten, dass wir dabei arbeiten können? Jay. Greg O'Brien, fehlende Werkzeuge. Henry, die Werkzeuge im Lagerschrank 064 waren heute schon wieder weg. Ich werde die Kombination heute Nachmittag auf 651 ändern. Bitte tu mir einen Gefallen und sag Seneca. Die neue Kombination nicht weiter. Ich glaube, er ist es, der dauernd mein Werkzeug nimmt. Der Typ hält sich für einen echten Witzbold. Danke, Greg. So, 651 und 931 auf jeden Fall merken. Ja, genau. Spawn halt direkt vor der Fresse. So, das müssen wir auch nochmal hier einleiten. Ja. Nun komm, kleine Plattform, bisschen schneller bitte. Ich habe heute noch was zu töten. So ist artig. Oh. Oh, das ist auch eine hässliche Stelle hier, ne? Ah, ja, an die kann ich mir auch noch dran erinnern. Wow. Aua! Ei! Ja. Wenn die treffen, dann richtig, ne?
Was ist das? Hä? Ist zu? Ach so, ich muss... Ah, ja, ja, doch, doch. Ich muss... Darauf! Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, da kann ich auch hin. Hoppala! Ach, Gott, oh Gott. Okay, das war ducken. Okay. Auch das haben wir geschafft. Eigentlich ganz einfach. Und dann darüber. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Da klackert schon wieder was. Wechsel doch die Waffe, Mensch. Ah. Magnetfeldentladung. Okay. Ach, die Scheiße. Oh, nee. Jump'n'Warn-Einlage. Da muss ich speichern. Hoppala. Okay, ging eigentlich. Gar nicht so schlimm. Was ist das hier? Oh, okay. Also ich entdecke hier immer wieder neue Stellen. Ich finde es sehr interessant. Ah, hallo, kleine Plattform. Los, ducken. So nicht. Wow. Wo steckst du? Oh, du Mistratte. Leben. Wieder in so ein komischer Booster. Wie kommen wir da rüber? Kommt hier eine Plattform raus? Ich glaube nicht. Ha. Ha. Bin ich gerade etwas unsicher? Schauen wir mal weiter. Erinnerungsvermögen ist ja komplett für den Arsch. Das war zum Beispiel die BFG. Ach scheiße, da kommt gleich der erste Bosskampf, ne? Oh. Das machst du nicht nochmal mit mir. Ich habe mich damals... Ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Okay, Leute. Erster Bossfight. Ja. Eine Spinnenkönigin, könnte man sagen. Frag mich jetzt aber nicht nach dem... Namen, wie dieser Dämon wirklich heißt. Oh. Aber sie beherrscht diese eklige Telekinese. Ein delikates Problem, ja, so kann man das natürlich nennen.
Oder zappelt noch wer? Gut, jetzt nicht mehr. Endpro-Anlage, finally, endlich. hat auch überhaupt nicht lange gedauert. Da sollen wir ja das Bravo-Team treffen. Bravo, Zugang sicher. Eintritt auf Position. Ruhe, habt ihr das gehört? Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Hier ist nichts, Sir. Was zur Hölle? Hurensohn! Anführer, schenke nichts. Also vom Movement sind die unglaublich schlecht. Ich glaube, die haben auch eben gerade vorläufig an einigen Kollegen gepratzt. Aber wenn sie was durch Zufall treffen, dann ist es natürlich so ein wichtiger Brennstab. Ist ja klar. Ja, also haben sie irgendwie so einen Kühlstab getroffen oder sowas war das. Aber auf jeden Fall müssen wir das jetzt korrigieren. Dazu haben wir natürlich die Hilfe dieses kleinen, niedlichen Roboters. Ich komm ja schon, nun hetz mich nicht. Kein Problem. An das Personal. Räumen Sie die Anlage. Es geht nämlich erst nach einer Zeit hoch, diese gelben Tonnen. Ich komm ja schon. Ich dachte, das haut dich weg. Wo bist du? Wo bist du, kleiner Mann? Vorsicht, Tonne. Ich liebe diesen Roboter. Aber wir bratzen hier alles weg, ne? Kollege, also dich würde ich gern bis zum Ende des Spiels mitnehmen. Sauber. Mautz, 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 Mautz. Was? Ventilumleitung wird eingeleitet. Was für ein Gasleck? War das hier? Wo war denn hier ein Gasleck? Warte, warte, warte. Ich komme gleich. Oder komme ich da erst noch hin? Dann komme ich wahrscheinlich erst noch hin. Ja, ich bin unterwegs. Mann, du... Hetzen alten Mann nicht so. Hätte eine schöne Drehung gemacht, oder? So, wo war denn... Achso, hier. Das vielleicht... Gut, war das gar nicht optional. Uppala. Habe ich schon. Guten Tag. So. Mann, du blockierst mich die ganze Zeit. Ist das schon mal aufgefallen? Da ist noch mehr, oder? Zum Beispiel, das kenne ich ja auch noch nicht. War das das Gasleck hier? Wow. Wow. Hier bekommt man auch die... Plasma Rifle. Das ist ja geil. Das kann ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich bin begeistert. Mich da immer voll dran vorbeigedonnert. Die nutzen wir natürlich aus und ballern auch gern ein bisschen damit. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Fliegen dann auch relativ gut weg, wenn ich sie mal erwischen sollte.
Ja, hm. Hält sich, hält sich. Noch einer? So, jetzt können wir aber weiter, oder? Wow, 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 wow. Wow. Danke, Kollege. Bist der Beste. Robo-Freund. Da weint wer? Mi, mi, mi. Wie komme ich denn jetzt hier nochmal hier hoch? Hier einfach? Hä? Okay, jetzt stehe ich gerade etwas auf dem Sch... Hä? Moment. Ah, hier, Leiter. Und wir sehen endlich mal eine Frau in diesem Spiel. Aber natürlich heult diese Frau. Das ist natürlich nicht so nett. Das sind die sogenannten Lost Souls. So. Ja. Schade um die schöne Frau. Was war das? 651. Achso, nee, dann wird sie wahrscheinlich das SMPDA sagen. Wir lesen das erstmal vor hier. Lloyd Rennstrom, Plasma Speicherkapazität. Speicherkapazität. Theresa, bitte nimm dir die nächsten Tage etwas Zeit für einen Audiobericht auf der Grundlage deiner Feststellung zum Plasmaspeicher. Der Vorstand freut sich darauf, etwas über deine Erfolge zu hören. Wie du weißt, wurden wegen der vielen Unfälle die Sicherheitsmaßnahmen in der letzten Zeit verschärft. Darum können wir nicht vorsichtig genug sein. Bitte achte darauf, deine Testwaffe wegzuschließen und nimm den Schrankhut in deinen Bericht auf. Lloyd Rennström. Theresa, ich hoffe, dir gefällt dein neues Büro. Sicher kannst du dich viel besser auf das Plasma-Kanonen-Projekt konzentrieren. Ohne die Deppen von der Technik, die bei deinen Einblick zusammen anfangen. Erbärmlich, oder? Ich schaue gelegentlich mal vorbei, falls du reden oder was essen willst. Du kannst es sicher schon nicht mehr hören, aber dich jeden Tag zu sehen, ist mir mehr wert als alles Geld, das ich mit meiner Arbeit hier verdient habe. Und glaub mir, als Führungskraft ist das nicht gerade wie ich. Alter, ey. Ich sowas schon. Oh, da graut's mich, wenn ich sowas lese. Theresa, Antwort. Leuten macht mich noch wahnsinnig, okay? ich weiß, was du meinst. Als ich noch dort war, kam ich mir vor wie die einzige Frau inmitten einer Horde sabberner Kerle. Die Arbeit fehlt mir. Aber der Rest bestimmt nicht. Ein Glück, dass ich da raus bin. Pass auf dich auf. Einigen Führungskräften da oben traue ich nicht über den Weg. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder hier auf der Erde zu sehen, wenn deine Forschungen abgeschlossen sind. Deine Freundin Liz. Audiolog von Waffenspezialistin Theresa Chaser. 3. November 2145. Erfreulicherweise haben die vorläufigen Tests zum Munitionsspeicher der neuen Mach-3-Plasma-Kanone unsere Erwartungen weit übertroffen. Dank der Techniken, die im Molekularverdichter des Kanonenbaus entwickelt wurden. Ja, jetzt verstehe ich nicht, was sie sagt. Na, 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 na! Da war noch eine, oder? So, again. Audiolog von Waffenspezialistin Theresa Chaser, 3. November 2145. Erfreulicherweise haben die vorläufigen Tests zum Munitionsspeicher der neuen Mach-3-Plasma-Kanone unsere Erwartungen weit übertroffen. Dank der Techniken, die im Molekularverdichter des Alpha-Labors entwickelt wurden, konnten wir die Speicherkapazität der Munitionspackung um volle 50% erhöhen. Sicher werden wir im Verlauf der weiteren Verdichtungsforschung unser Ziel erreichen, den Plasmaspeicher der derzeitigen Standardmunitionspackung zu verdreifachen.
Ich möchte auch anmerken, dass alle Mitarbeiter hier bei der Abteilung Plasmaspeicherung der Enpro-Anlage außerordentlich hilfsbereit sind. Zur sicheren Aufbewahrung habe ich die Plasmakanone und die zusätzliche Munition in Schließfach 063 mit dem Türcode 972 eingeschlossen. Lock in. 972. Ja, hier hätte man sie natürlich dann jetzt auch offiziell bekommen. Gut, Leute, das war's für heute. Wir sind wieder ein Stück weit gekommen. Das Bravo-Team haben wir natürlich nicht retten können. Also dafür haben sie sich einfach zu doof angestellt. Haben ein paar neue Gegner gesehen und natürlich im Sprint auch unseren ersten Bosskampf. Ich sag jetzt einfach Bosskampf dazu. Absolviert, mit Erfolg möchte ich meinen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Doom 3 BFG Edition. Haut rein, bis denn und ciao.